Zeitläuft. Meine Damen und Herren, Sie hatten es eben schon gehört von den beiden Vorrednern, es ist etwas faul in unserem Land. Und ein wunderbares Beispiel dafür, was alles faul ist, haben Sie eben den ganzen Tag vor dem Gebäude sehen können. Da sind junge Menschen angestiftet von Kirchen, Gewerkschaften, anderen Parteien, die nichts Besseres zu tun haben, als zu versuchen jedenfalls, zu verhindern, dass wir uns hier versammeln und über unser Land reden. Nichts Besseres haben sie zu tun. Das ist faul und darum stehen wir hier heute bzw. wollen ganz viele Dinge verändern. Das ist nur der Einstieg situativ, was ich heute hier angetroffen habe. Eigentlich wollte ich sagen, es ist etwas faul in unserem Land und Ihnen drei wesentliche Gründe nennen, warum ich bei der AfD bin. Denn eine Willkommenskultur für unsere eigenen Kinder fehlt. Stattdessen gibt es Masseneinwanderung und einen verengten Blick auf unsere Geschichte. Das sind die Gründe, warum ich bei der AfD bin. Und das ist alles faul in diesem Land. Das muss anders werden. Und das Tolle ist dabei, diese drei Punkte, die ich aufgezählt habe, sind keine Naturereignisse. Das sind alles bewusste Entscheidungen der Politik. Das sind frei gewählte Punkte, wie wir auf unsere Geschichte blicken, wie wir mit Familien umgehen, wie wir Einwanderung überhaupt betreiben, wie wir das Thema angehen. Und damit sind wir nicht einverstanden mit dieser ganzen Art, wie Politik gemacht wird. Wir sind nicht einverstanden mit fehlenden Mitspracherechten bei lebenswichtigen Themen. Wir dürfen nicht mitreden bei, wiederum, Einwanderung, Energiewende, nur als Beispiele. Wir sind nicht einverstanden mit der Korruption in der Politik. Beispiele, wenn die Parteien sich den Staat zur Beute machen. Pöstchenschieberei, aufgewählte Parlamente. Herrn Bofalla kennen Sie in Zweifel. Und weil wir nicht einverstanden sind, sind wir auch überdrüssig der ganzen leeren Beschwörungsformeln, die nur noch hohl und als Spott klingen. Sie kennen es alle. Wir bekommen Menschen geschenkt. Ich habe einen Plan. Und wir schaffen das. Natürlich immer wieder. Wir schaffen das. Es ist hohl und wir wollen es nicht mehr hören, aber wir müssen auch zugeben, und das ist ein wichtiger Punkt, den wir gar nicht oft genug sagen, jedenfalls bei der Flüchtlingskrise, oder nennen wir es Asyleinwanderung, gibt es eine Lösung. Und die kommt von der SPD. Liegt an uns, dass wir es noch nicht genau verstanden haben. Es liegt wirklich an der SPD, die Genossen haben insofern recht, allerdings nur ein Genosse, Thilo Sarrazin. Dieser Mann hat recht, dieser Mann hat Mut bewiesen. Das tut er immer wieder. Und auf den Mann sollten wir auch hören. Insofern eine Art Lieblingsgenosse. Dieser Mann hat gerade vor kurzem erst gesagt, ich zitiere, alle illegal Eingewanderten werden unverzüglich und ohne Ausnahme abgeschoben, notfalls unter militärischem Schutz. Ja, genau, so klar kann man es sagen. Und verstehen Sie mich nicht falsch, ich verachte diese Menschen nicht, die zu uns kommen, darum geht es gar nicht. Ich will sie aber auch nicht als meine Landsleute und ich glaube nicht daran, dass wir Millionen Menschen mit völlig anderem kulturellem Hintergrund integrieren können. Und ich glaube, das sehen viele von Ihnen auch so und ich will das auch gar nicht schaffen. Und ein Punkt, der immer wieder angebracht wird. Selbst wenn uns dann Fachkräfte fehlen, dann verzichten wir eben auf diesen Wohlstand. Aber im Zweifel sind wir uns da einig, das ist sowieso nur ein linksgrünes Märchen. Denn diese Menschen, ich will nichts Böses, aber das ist keine Bereicherung, in weder wirtschaftlicher noch kultureller Hinsicht. Insofern müssen wir uns klar vor Augen führen, die Wirklichkeit sieht anders aus. Und ich habe Beispiele aus Köln, aus dem Rat, wenn wir wirklich Zahlen von der Verwaltung bekommen, was dort passiert. Und deswegen mal plakative Beispiele für Sie. Die Stadt Köln bringt 20% ihrer Asylanten in Hotels unter. Dafür zahlt sie jeden Tag 76.000 Euro. Nur für die Unterbringung. Jeden Tag, nur für 20%. Gleichzeitig sind über 30% der Asylanten in Köln ausreisepflichtig. Also, meine Damen und Herren, jeder, der arbeitet, jedem, der arbeitet und Steuern zahlt, treibt das die Zornesröte ins Gesicht. Da habe ich kein Verständnis für. Und dann treffe ich am letzten Wochenende in Köln, es war wirklich gegenüber meiner Kanzlei in Köln, mitten in der Innenstadt, eine alte Dame. Die hatte ein Pappschild in der Hand und genauso war es. Und die hatte darauf geschrieben, ich bin 83 Jahre alt und auch ein Flüchtling.
Ein deutscher Flüchtling der 50er Jahre, aber mich habt ihr vergessen. Ich bekomme nicht genug vom Sozialamt, aber bin dankbar für jeden Cent. Meine Damen und Herren, in einem solchen Augenblick weiß ich ganz konkret, was in diesem Land falsch läuft. Ich weiß genau, warum ich in der AfD bin. Offene Grenzen und Sozialstaat schließen sich aus. Und es könnte ja so einfach sein. Wir müssen uns einfach wieder um unser Land kümmern. Wir dürfen es eben nicht denen überlassen, die sich von Deutschland befreien wollen, sich aber letztlich nur von ihrer Verantwortung befreit haben. Diese Leute fordern Toleranz und Vielfalt und meinen letztlich Selbstabschaffung. Sie meinen Selbstverleugnung. Sie lieben das Fremde und bekämpfen das Eigene. Sie reden von Freiheit und Selbstverwirklichung und schaffen Egoismus und Gleichgültigkeit. Und um es auf die Spitze zu treiben, sie machen Menschen zur Ware und Kinder zu Objekten. Sie denken, Familien und Geschlechter wären überflüssig. Und das sind alles Punkte, die wir dringend angehen müssen, bekämpfen müssen und dieses Land faul machen und wo wir ran müssen. Wir müssen gegen ein Bildungssystem kämpfen, das uns Scham und Selbsthass anerzieht. Wir müssen den Glauben unserer Eliten in Politik und Gesellschaft, dass weniger Deutschland ein besseres Deutschland sei, entschlossen entgegentreten. Und wissen Sie, das haben Sie auch alle erfahren in letzter Zeit, solche Gedanken werden bisher als schlecht oder böse abgestempelt. Sie alle haben solche Gedanken. Und das ist böse und schlecht. Und Eile haben wir auch. Und wissen Sie, das ist keine Kleinigkeit, denn bei solchen Etiketten finden keine Debatten mehr statt. Etiketten ersetzen die Argumente. Insofern schauen wir auf die Debatten, obwohl ich die gar nicht mehr teilnehmen möchte. Ich möchte keinen Stehplatz im Salon der Altparteien. Ich möchte ein Ende der Party, eine neue Debattenkultur und etwas Neues entfachen, dass wir ganz neu über Themen reden. Und jetzt noch mal kurz, was will ich im Landtag tun? Für meinen Fachbereich Bauen und Wohnen, ich bin im Bereich Bauen und Wohnen Rechtsanwalt tätig und das erzähle ich Ihnen vielleicht gleich weiter, wenn ich Fragen stelle. Vielen Dank. Insgesamt 5 Fragen an den Kandidaten Becker zu stellen. Die linke Seite von hier aus gesehen wäre zuerst. Da sehe ich im Moment, da, doch, jawohl, eine Frage. Bitte schön. Das linke Mikro müsste bitte einmal scharf geschaltet werden. Probieren Sie es. Ja, jetzt geht's. Ja, ich bin Hildur Birkel, Kreisamt Münster. Roger, du bist ja angefangen mit Willkommenskultur für Kinder aus Familie hochgehalten. Kleine indiskrete Frage, ich sehe in deiner Beschreibung, du bist verheiratet, hast ein Kind. Meinst du, da geht noch mehr? Ich meine, wir sind ja unter uns, oder? Also, es sind noch 6 weitere Kinder vorgesehen, versprochen, es geht nächstes Jahr los, kein Problem. Ihr kennt man, läuft. Frage zu meiner Rechten. Eine weniger intime Frage. Ich glaube, du warst eben irgendwie nicht ganz fertig. Was würdest du konkret im Landtag noch tun? Das ist sehr freundlich. Vielen Dank, Alexander. Also in der Tat, ich trete ja auch insbesondere an für den Bereich Bauen und Wohnen. Bauen und Wohnen kommt daher, ich bin seit 10 Jahren Rechtsanwalt in dem Bereich, war tätig als Prokurist für eine größere Firma in dem Zusammenhang, war auch beim Bundesamt für Bauwesen und habe auch die Freude gehabt, die AfD NRW als deren Sprecher in dem Bereich Bauen und Wohnen zu vertreten. Insofern möchte ich mich gerade in dem Bereich auch umtun im Landtag. Da geht es um sehr viel Geld, es geht um viel soziale Ungerechtigkeit, was Wohngeld anbelangt, was sozialen Wohnraum anbelangt, was zum Beispiel auch die Flüchtlings-, immer wieder Flüchtlingsunterbringung anbelangt, die ganze Schieflage, die dort passiert, dass die eigene Bevölkerung keine ausreichende bezahlbare Wohnraumversorgung hat, wir gleichzeitig aber Reihenhäuser in Wesseling, glaube ich, seit letzter Woche anfangen zu bauen, für bestimmte Familien aus dem Ausland. Alle diese Probleme möchte ich gerne angehen und insofern war das der Punkt, den ich noch ansprechen wollte, auch vielleicht eine Eigenheimszulage für Familien, das war auch Teil unseres Landeswahlprogramms. Das sind die wesentlichen Punkte, die ich gerne noch in dem Zusammenhang nennen möchte. Danke. Frage, bitteschön. Ja. Lauf, Oberlaufer, Kreisverband Wesel, Landeswahlausschuss für Innenpolitik. Herr Beckham, wie stehen Sie eigentlich zur Krippenpolitik? Ich kann mich auch erinnern, dass Sie
den ersten Landesfachausschuss Familie gesprengt haben, in Zusammenhang mit Frau Hartung und Herrn Professor Dilger, als plötzlich wir Hausverbot bekamen, waren angereist. Dieses Hausverbot haben sie vertreten, immer mit der ganzen Ausschuss, musste dann im Café tagen, weil wir bei Frau Ast nicht mehr Besprechung machen konnten. Herr Oberdorf, ich erinnere mich auch gut daran. Ich weiß auch ziemlich genau, worum es da ging. Ich kam relativ spät, das war in der Tat mein erstes Vergehen. Und das zweite Vergehen bestand darin zu äußern, genau, ja, ich gebe es zu, das zweite Vergehen bestand darin zu äußern, dass ich mit der Mutter meines Kindes nicht verheiratet bin. Und sie waren völlig empört, genauso wie zwei andere Herren, die anwesend waren, und dachten, die reden gar nicht mehr mit mir. Ja, ich habe ein Kind von einer Frau, mit der ich nicht verheiratet war. Das ist in der Tat richtig. Heute bin ich verheiratet, werde mit der viele Kinder haben, und es ist völlig unproblematisch, dass mein Kind nicht ewig ist. Völlig unproblematisch. Das war damals das Problem. Ich habe nicht empört, hätte ich gesagt, dass Sie das ein Problem gemacht haben. Rechtsstaat ist nichts, also legal. Lieber Roger, in Deutschland fehlen, insbesondere in NRW, Hunderttausende von bezahlbaren Wohnungen. Wie willst du das Problem kurzfristig lösen? Also wir haben dazu in Werl, finde ich, ganz gute Punkte verabschiedet. Wir haben uns klar dazu bekannt, dass wir das Wohngeld erhöhen möchten. Das ist in der Tat keine kurzfristige Lösung. Wir werden im Grunde genommen keine wirklich kurzfristige Lösung finden. Wir müssen immer mittelfristig, das heißt mindestens auf 3 Jahre blicken, um auch Wohnraum zu schaffen, der eben nicht schnell dahingezimmert wird, der dann nachher gar nicht marktfähig ist, sondern wir müssen die Leute in Lage versetzen, selber Wohnungen nachzufragen. Das können wir über sehr soziale Instrumente wie das Wohngeld machen. Da finden wir wunderbare Ansätze in anderen Bereichen, auch schon in anderen Bundesländern. NRW hat das völlig verschlafen. Und insofern bin ich guter Dinge, dass wir zumindest die Missstände aufdecken können in NRW und unsere Konzepte dagegen stellen können und viel guten, zahlbaren Wohnraum in absehbarer Zeit auch unterstützen können. Dann gibt es noch Platz für genau eine Frage. Aber ich sehe keine. Wenn das dabei bleibt, dann danke ich dem Kandidaten und dann am Ende auch der Kandidatenvorstellung für die Wahlen. Es sind abgegeben worden 372 Stimmzettel. Die waren auch alle gültig, 0 ungültige. Enthalten haben sich 16. Mit Nein gestimmt haben 74. Und rechnerisch 282, rechnerisch und auch gezählt, 282 Stimmen für Herrn Roger Beckham.